Die Vielfalt der Mobilität ist dieses Mal unser Thema bei M4 Motor und damit herzlich willkommen. Thema Nummer 1 ist zum Beispiel, wie plane ich meine nächste Urlaubsroute, womit bin ich da unterwegs? Zum Beispiel vielleicht mit einem gemieteten Wohnwagen oder einem Wohnmobil. Mich kann man mieten. Einmal ausprobiert, lässt einen dieses Gefühl nicht mehr los. Mit einem Wohnwagen auf Erkundungstour durch Österreich und darüber hinaus zu gehen, ist mit dem mobilen Urlaubsbegleiter eine ganz besondere Reiseerfahrung. Die Vermietung moderner Wohnwagen und Reisemobile ist ein Service, das die Firma Camping Holiday in Bruck an der Leitha schon seit langer Zeit anbietet. Wir sind seit 1979 am Markt. Das haben meine Eltern gegründet und ja, und seither gibt es uns nicht. Und wir haben halt begonnen mit Wohnwagen und später sind dann auch die Reisemobile dazugekommen und haben natürlich alles, was darum herum gibt. Also die Zubehörsachen, Vorzelte, sowohl Markisen, Satantennen, Rückfahrkameras für die Reisemobile und natürlich tun wir die ganzen Fahrzeuge servicieren vom Aufbau her und machen halt die gewissen Jahreschecks, halt, was man halt so alles durchführen kann. Aber nicht alleine nur das erfreut das Campingherz. Auf über 600 Quadratmetern findet sich hier alles, was es für einen perfekten Urlaub im Freien braucht. Vom Teller bis zum Vorzelt. Übrigens, das ist der meistgenutzte Raum im Campingurlaub und gleichzeitig das Wohnzimmer im Freien. Daher bildet die Wahl des richtigen Vorzeltes die perfekte Grundlage für gelungene Urlaube. Wie ein kleines Zuhause wirken aber auch die Reisemobile und Wohnwagen. Ein Blick in die geräumigen Urlaubsbegleiter lässt staunen. Wenn man sich da nicht gerne den Geschmack auf Urlaub, Sonne und Meer holt. Das Schöne ist die Freiheit. Du bist nirgends gebunden, du kannst jederzeit, einfach wenn es dich freut, setzt dich rein und fährst. Und das ist das Schöne, weil wir brauchen nicht vorbuchen in Wirklichkeit. Wir schauen einfach, wie das Wetter ist oder wenn das Wetter zu schier ist, dann steigen wir ein und fahren einfach fort. Und das ist das, was unsere Branche oder das Reisen mit Reisemobil oder Wohnwagen halt so besonders macht. Besonders ist auch die Philosophie des Unternehmens. Was uns auszeichnet, ich glaube, dass wir halt auch unsere Kunden immer noch nach dem Kauf kennen und halt immer versuchen, auch wenn irgendwo ein Problem auftritt, dass man das halt also relativ rasch löst. Das ist also unsere Art und Weise, wie wir halt vorher und nachher mit den Kunden umgehen. Wir empfehlen, erkunden Sie die Welt doch einmal ganz anders. Völlig ungezwungen, frei und ortsunabhängig. Ob nur an einem verlängerten Wochenende oder bei einer Tour über mehrere Wochen hinweg. Mit einem Reisemobil oder Wohnwagen von Camping Holiday. Mehr dazu finden Sie auch auf www.camping.holiday. Autohaus trifft Stylingmeile, lautete die Devise bei der Frühjahrsautoschau im Hause Lietz. Was da den roten Faden lieferte, wie könnte es anders sein, war Bella Italia. Gehen wir also auf eine modisch PS-starke Reise durch den Frühling. Das Autohaus Lietz wurde zum ultimativen Showroom mit einem Hauch Bella Italia. Denn Petra Affengruber hat die neuesten italienischen Sommertrends inklusive Modenschau zwischen PS-Stärke, Innovation und Design präsentiert. Ja, weil es einfach einmal eine ganz andere Veranstaltung ist, wo ein ganz anderes Publikum auch ins Haus kommt.
und das wirklich auch sehr gut funktioniert mit den Kooperationspartnern und eben verbunden mit unseren italienischen Marken, jetzt auch bei den Motorrädern, mit Ducati ist auch eine italienische Marke und eben mit der Marke Fiat, sehr familientaugliche Auto mit einem ganz super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dann noch dazu haben wir die sportlichste Marke von Fiat, sehr mit Emotion verbunden, die Marke Abarth, die auch sehr gut wiederum zur ganzen italienischen Mode dazu passt. Jedoch nicht die Mode alleine macht die Stylingmeile aus. Gisela Huber vom Kosmetikhof übernimmt den Visagistenpart, die Haarmanufaktur ist für die steilen Frisuren verantwortlich und Patrick Hablesreiter in Doppelfunktion moderiert und sorgt für schicke Accessoires im Gesicht. Mir persönlich liegt viel an der Stylingmeile. Einerseits ist die Idee ganz toll, dass sich Firmen vereinen und gemeinsam in der Wirtschaft auftreten. Andererseits natürlich für uns als Unternehmen, als Hablesreiter, ist es natürlich eine ganz tolle Promotion-Fläche, wo wir uns präsentieren können und wo wir unseren Kunden zeigen können, dass wir flexibel sind. Wir sind nicht an einen Standort gebunden. Das heißt, wir haben zwar unser Geschäft am Hauptplatz in Amstetten, aber wir sind auch mobil unterwegs. Wir kommen ja zum Kunden in die Firma, können dort die Messungen machen, liefern auch. Wir machen das natürlich auch für Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich schwer tun, zum Optiker zu kommen. Und in dem Sinne zeigen wir auch bei der Stylingmeile, dass das vor Ort funktioniert. Also grundsätzlich ist das einfach eine neue Kundenwerbung für mich auch, ja, dass mich die Leute wieder kennenlernen und was so ist am Kosmetikhof machen können. Man kommt unter Leute, man ist unter lieben Leuten und es macht einfach Spaß, dabei zu sein. Pflichttermin ist die Stylingmeile auch für die Haarmanufaktur. Manuela Raber zeigt jedes Mal perfekt kreatives Handwerk rund um Farbe, Schnitt und Styling. Ihre Trendprophezeiung, Pastelltöne, die Rückkehr des Superlongbobs und feminine Kurzhaarschnitte dominieren das Jahr 2018. Getoppt wurde der Abend durch italienische Kulinarik und einem Spritzer Martini, Ramazzotti und Limoncello, also landestypische Getränke. Wir kommen mit unseren mobilen Bars, unseren Mitarbeitern, unseren Getränken vor Ort zu den Veranstaltungen in ganz Österreich und machen dort frisch Cocktails und Getränke-Catering. Und zusätzlich bieten wir noch an, wir vermieten sehr schöne mobile Bars wie da. Das ist eine mobile Bar von uns. Da gibt es verschiedene Designs. Auf unserer Homepage www.cocktailcatering.at haben wir eine sehr große Auswahl an diesen mobilen Bars. Was wir noch dazu haben, wir bieten auch Teambuilding-Workshops. Das sind Managementkurse in Form von Cocktailkursen, wo die Hauptaufgabe darin besteht, Teams werden gebildet und im Team muss ein spezieller Cocktail kreiert werden, der die Firma in CI-Farben und Philosophie und Werten widerspiegelt. Apropos Farben, die geben auch diesen Frühling den Ton an. Das heißt kräftige Farben, kräftiges Blau, kräftiges Grün, knalliges Gelb, Pink, Freizeitmode, schon ein bisschen Freizeit, eleganter Look in Kleiderform, weil jetzt kommen ja dann wieder sämtliche Hochzeiten und Anlässe. Und zum Abschluss jeder coole Jeans mit weißem Oberteil, einfach sportiv, elegant, lässig. Sportlich, elegant und lässig kommt auch die neue Bike- und Motorradserie rüber. Wir haben jetzt da eigens getrennte Markenwelten für BMW, Ducati, Kawasaki und wir öffnen das Ganze euch am 6.7. April mit Saisonstart, mit Probe von neuen Modellen und in Präsentation von den super tollen neuen Motorradhaus inklusive der neuen Leeds Lounge, die wir eingerichtet haben dazu. Damit geht es rasant mit viel Farbe und Sportlichkeit in Richtung Frühling. Toyota gilt als der Nutznießer des Dieselskandals. Ich habe hier einige Zahlen. Seinen Absatz in Europa konnte der japanische Autohersteller im vergangenen Jahr um 14% steigern. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte der Hybrid. Hier legte Toyota 2017 in Europa um 45% zu. Für uns quasi ein Muss, den neuen CHR Hybrid noch einmal Probe zu fahren. Und ich frage Sie, sind Sie bereit?
Hallo, Kramer Markus. Bitte, wie darf ich da helfen? Und zwar wollte ich mich informieren über die Dieselfahrzeuge, die stehen ja gerade in die Schlagzeilen. Absolut, ja. Kannst du gerne, reden wir drüber, gehen wir einfach zum Platz und dann reden wir drüber. Sehr gut. Bitte sehr, nimm Platz. Etwas verunsichert über das, was ich in letzter Zeit so gelesen habe, möchte ich nun doch direkt vor Ort wissen, was Stand der Dinge ist. Ja, ich habe gehört, Diesel ist jetzt zum Aussterben. Was gibt es denn da bei euch für Alternativen? Stimmt, ja. War jetzt ja groß in die Schlagzeilen bei Toyota eben, weil Toyota in den nächsten Jahren keine neuen Dieseltechnologien mehr entwickeln wird. Toyota ist der Meinung, dass unser bewährter Hybridantrieb der beste Antrieb ist, den es momentan am Markt gibt. Und daher werden wir weiter unseren Hybridantrieb forcieren. Gerade wo man immer wieder hört, dass Dieselverbote im Vormarsch sind, schauen wir mit unserem Hybridantrieb auf der sicheren Seite. Ich erkläre dir einfach mal kurz das System, wie das funktioniert. Es ist ja so, du musst bei unseren Hybridfahrzeugen nichts anstecken, du musst nichts lohnen. Das Fahrzeug lohnt sich selbst und dann fahren. Das heißt, durch den Bremsvorgang, durchs Dahingleiten, wird das Fahrzeug aufgeladen und dadurch kannst du kurze Strecken voll elektrisch fahren. Mhm. Ansonsten ist es als Unterstützung für den Verbrennungsmotor gedacht. Du hast einen besseren Verbrauch wie ein vergleichbarer Benziner und hast aber einen sauberen Antrieb mit niedrigen Emissionen. Es fallen sogar einige Bestandteile weg, die sonst kaputt werden können. Wir haben keinen normalen Starter, keine Lichtmaschine, keine Kupplung. Das heißt, unsere Hybridfahrzeuge sind alle Automatik und es ist ein angenehmes, ruhiges Fahren. Wir haben ein super Fahrzeug da. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal zum CHR, damit du das Ganze einmal testen kannst. Gern. Jawohl. Übrigens, nur mehr knapp 15% der im vergangenen Jahr verkauften Toyota-Modelle in ganz Europa waren mit Dieselmotoren bestückt. 2012 waren es noch 30%. Seitdem sind die Verkaufszahlen für die Hybridmodelle von Toyota stark gestiegen. Du siehst schon, wirklich ein tolles Design haben sie sich einfallen lassen bei diesem Fahrzeug. Ist ein sehr sicheres Fahrzeug. Ist getestet vom NCAP, Eurotest. Wir haben die Höchstwertung zusammengebracht. 5 Sterne für 5 Sterne. Wir haben ein super Sicherheitssystem eingebaut. Wir haben einen Spurwechselassistent, ein Pre-Collision-System, also einen Notbremsassistenten, einen adaptiven Tempomaten, Verkehrszeichenerkennung und. Also sehr viele Sicherheitssysteme. Cool. Ja, und ich bin ja auch immer Fan von Automatik, was ja genau. Dann Hybrid auch immer gegeben ist. Gell? Wie du richtig sagst, dann alle unsere Hybridfahrzeuge Automatik. Du hast da Einstellmöglichkeit für Backen, Rückwärts, Leerlauf, Fahren und eine Motorbremsung. Also gerade wenn du bergauf fährst, hast du diese leichte Motorbremsung, wo das Fahrzeug eben wieder aufgeladen wird. Mhm. Und wie schaut es jetzt eigentlich preislich aus? Ja, der CHR fängt da bei 22.200 Euro und wir haben aber dieses Jahr eine super Aktion. Wir bieten unseren Kunden jetzt 5 Jahre sorgenfreie Garantie. Das heißt? Das heißt, innerhalb von die 5 Jahre hast du bis einer Kilometerleistung von 100.000 Kilometer Garantie auf alles, was keine Verschleißteile sind. Bei allen unseren Hybridfahrzeugen ist dann so, du hast auf diese Hybridbestandteile bis 10 Jahre Hybridgarantie. Dann würde ich sagen, machen wir einfach einmal eine Probefahrt, dann kannst du das Auto gleich selbst erleben. Sehr gern, ja. Aber nicht nur technisch besticht dieses Fahrzeug. Sein sportliches Design interpretiert das Segment des kompakten Crossover ganz neu, innen sowie außen. Seine Reaktion beim Fahren ist, als hätte er Benzin im Blut. Und drive. Genau. Ich stelle jetzt einfach mal einen Energiemonitor ein. Jetzt siehst du ganz genau, wie weit der Akku eben momentan geladen ist oder die Batterie. In dem Fall sehe ich mir jetzt schon genau dieses Dahingleiten. Diese grünen Striche heißen immer, es wird jetzt dazu geladen. Gelbe Striche oder rote Striche heißen, dass ich gerade die Energie brauche oder dass der Verbrennungsmotor gerade arbeitet. Du kannst jederzeit schauen, was du die letzten paar Minuten für einen Durchschnittsverbrauch gehabt hast, den für jetzt die letzten 5 Minuten, welche Energie du wieder rückgewonnen hast, Durchschnittsgeschwindigkeit, Reichweite und siehst aber auch die letzten paar Fahrten, welchen Durchschnittsverbrauch du zusammengebracht hast. In dem Fall jetzt haben wir ungefähr bei den 5,3 Liter im Schnitt, was ja ein super Wert ist für ein Fahrzeug in dieser Größenordnung, also sehr ähnlich wie ein vergleichbarer Diesel. Ganz charakteristisch für das Fahrzeug ist eben dieses Aufheulen, das manche abschreckt. Ist aber ganz eine normale Geschichte eben für das CVT-Getriebe, für das stufenlose Getriebe, weil wir eben keine Gänge nicht haben. Und es ist eben ein Getriebe, das komplett wartungsfrei ist.
Was der Toyota CHR vermittelt? Ganz einfach, das Gefühl, mit der Straße verbunden zu sein und obendrein jede Menge Fahrspaß. Am besten gleich selber eine Probefahrt ausprobieren. Last but not least kommen wir zu unserem kleinen Highlight für diese Woche, die Probefahrt im neuen BMW X2, und ich muss sagen, dieses Auto gefällt mir ziemlich gut. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Dynamisch, agil, athletisch, das sind nicht unbedingt Attribute, die man einem SUV zuschreiben würde. BMW hat den Begriff Sports Utility Vehicle ernst gemeint, als man den X2 entwickelt hat. Die technische Basis liefert der Bestseller X1, aber der X2 ist kompakter, tiefer und breiter. Das Besondere? Je nach Lackierung ändert der X2 seinen Charakter, und Gold steht ihm, ja. Understatement ist nicht seine Stärke, aber dafür die Motorenpalette. Ein Benziner und zwei Diesel liefern vorerst 140 bis 190 PS und verteilen die Kraft entweder auf die Vorderräder oder auf alle Viere. Geschalten wird im X2 am besten automatisch. Der Benziner erhält die 7-Gang-Steptronic, die Dieselmodelle jene mit 8 Stufen. Der Kofferraum schluckt Gepäck von 470 bis weit über 1300 Liter, und die Sitze sind dreiteilig umlegbar. Es gibt einen doppelten Boden und zweistufig verstellbare Rücksitzlehnen. Und das ist nicht schlecht für ein viertüriges Geländewagen-Coupé. Die Stoff-Alcantara-Sitze wären übrigens meine erste Wahl. Das Cockpit vom X1 wurde für den X2 noch einmal nachgeschärft. Das kleine Lenkrad mit dickem Kranz und die Auswahl der Materialien verweisen auf die sportlichen Talente, und die optionale Ambientebeleuchtung unterstreicht die Coolness. Clever und smart ist das Bedienkonzept namens BMW Connected Drive, das durch Drehen, Drücken, Wischen und auch Zurufen alle Multimedia-Aufgaben erfüllt. Dazu gibt's noch sinnvolle Goodies wie eine Bergabfahrhilfe und für den ungetrübten Blick zum Gipfel ein elektrisches Panoramaschiebedach. Auf der Straße fällt die im Vergleich zum X1 nochmal gesteigerte Dynamik auf. Ein tieferer Schwerpunkt gepaart mit einer direkten Lenkung und dem hervorragenden 2-Liter-Diesel machen Lust auf kurvige Landstraßen. BMWs Assistenzsysteme halten sich, bis sie gebraucht werden, aber vornehm im Hintergrund. Da hat BMW ja wieder mal was Tolles auf die Beine bzw. auf die Räder gestellt. Der X2 ist eines der fahraktivsten SUVs am Markt, die ich zumindest jetzt einmal kenne. Und zum ersten Mal habe ich bei einem SUV das Verlangen nach einem stärkeren Motor. Wir haben jetzt schon den 190 PS Diesel und einem Sportfahrwerk. Das heißt was, denn dieses Auto liegt dermaßen satt auf der Straße, dass es eine Freude ist. Sogar bei diesen tiefwinterlichen Temperaturen. Hut ab, BMW, top gemacht. Einziger Wermutstropfen: der X2 ist kein Schnäppchen. Der Einstiegspreis für den S-Drive 18i liegt bei knapp 35.000 Euro. Unser Testmodell kostet in sehr guter Ausstattung rund 60.000. Quasi unbezahlbar ist aber die Freude am Fahren, die der neue X2 macht. Und daher empfehlen wir eine Probefahrt, am besten bei BMW Slavicek in Hart bei Amstetten. Ja, und das war's auch schon wieder mit unserem M4 Motor für diese Woche. Ich gehe jetzt nochmal quasi ein auf die anfänglich erwähnten Attribute, wie zum Beispiel Ungezwungenheit und Freiheit, und mach mich vom Acker. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal.